An der Oberschule in Königsbrück ist am Freitag Richtfest gefeiert worden. Den symbolisch letzten Nagel schlug der Beigeordnete des Landkreises Bautzen, Udo Witschers, ein. Der Schulneubau kostet 3,5 Millionen Euro und soll ab dem Schuljahr 2018/19 in Betrieb gehen. Er wurde nötig, da die alte Schule im Stadtzentrum im Sommer 2014 wegen Baumängeln geschlossen werden musste. Seitdem werden die Schüler in Containern am bis dato zweiten Standort neben der Turnhalle unterrichtet. Allerdings machte Schulleiterin Sigrun Kreher darauf aufmerksam, dass trotz des Neubaus Container stehen bleiben müssen, da die Schule schlichtweg zu klein ist. Der Landkreis hat eine Erweiterungsmöglichkeit eingeräumt.